Hallöchen und schön, dass du wieder da bist und heute beim Apfeltesten zuschaust, hoffentlich auch was lernst. Ich freue mich schon. Noch ein Schlückchen Tee. Okay, also ich habe mir ein paar Notizen gemacht natürlich. Nach dem Einkaufen war es ein kleines Memory, aber ich denke, das kann ich ganz gut zuordnen. Mit Äpfeln kenne ich mich doch ein bisschen aus mittlerweile, vor allem die gängigen Sorten, die es gerade aktuell im Supermarkt gibt. Und um die geht es heute auch. Wir haben nämlich hier Granny Smith, Golden Delicious, Jona Gold, Elster, Boskop, Braeburn und Gala. Ich habe nach Farbe sortiert, nicht nach irgendwelchen speziellen Merkmalen. Genau. Wir legen los, oder? Also, als erstes Granny Smith soll ein eher säuerlicher Apfel sein mit festem Fleisch. Geerntet wird er von Oktober bis November und lagerfähig ist er dann eben auch von Oktober bis April. Bis dahin gibt es den mindestens. Die Sorte kommt ursprünglich aus Australien und die wurde dort 1868 entdeckt und vertrieben, verkauft wird er seit 1950 circa. Ich habe jetzt richtig Lust auf Apfel. Ich würde sagen, schneiden wir doch mal ein Stückchen raus. Also er ist definitiv super saftig. Ja, ganz weißes Fleisch innen. Schmeckt halt so nach, nach einem grünen, klassischen Apfel. Hat so dieses Ticken Unreife und ist aber nicht so sauer, wie ich den in Erinnerung hatte. Also ganz lecker, Aroma. Also er riecht auch so ein bisschen unreif, auch wenn das ja nicht unbedingt ist. Ja, also ganz okay. Das ist jetzt nichts Intensives, das lange im Mund bleibt an Geschmack. Ja, ich bleibe mal vorerst bei ganz okay. Wir sind ja ganz am Anfang hier von unserem Test. Dann kommt hier Golden Delicious als nächstes. Nicht ganz so grün wie der Granny Smith, aber ist auch golden. Er soll mittelfestes Fruchtfleisch haben und eher süß-säuerlich. Erntezeit ist September bis Oktober und aufbewahren kann man ihn dann bis ungefähr März. Die Sorte kommt aus den USA und wurde dort 1890 entdeckt und Markteinführung hatte sie dann 1914. Also ja, auch ein eher älterer Apfel, auch wenn es mir vor allem bei den Grünen immer so als Neulinge irgendwie erscheint. Aber das sind tatsächlich die zwei ältesten Sorten, die wir hier haben, die Grünen. Mal schauen, wie er schmeckt. Der riecht schon sehr viel apfeliger übrigens als der andere. Naja, innen das Fleisch ist auch eher so ein Ticken gelber, finde ich. Er riecht aber sehr lecker. Süß. Und hat auch viel mehr Aroma als der andere, finde ich. Also der andere war so ein Ticken neutraler. Ja, ein mittelfestes Fruchtfleisch. Ich finde das Aroma sehr wichtig bei einem Apfel, deswegen würde ich den eigentlich bevorzugen im Vergleich zum Granny Smith. Aber so ein grüner Apfel, ich finde, da muss man einfach Bock drauf haben. Und wenn man Bock auf so einen grünen Apfel hat, dann ist der geil. Das ist nicht so ein klassischer grüner Apfel, würde ich mal sagen. Der könnte genauso gut auch rot sein. Genau, dann geht's weiter mit, riecht nach kaum was, Jona Gold. Er soll auch eher ein süßer Apfel sein und festes Fruchtfleisch haben. Geerntet wird er auch, wie eigentlich fast alle, September bis Oktober. Und ist auch ein Lagerapfel, wie jetzt übrigens ja alle hier. Kann man bis zum Mai gut lagern. Der kommt auch aus den USA, wie der Golden Delicious auch. Auf diese Sorte ist man 1953 gestoßen. Markteinführung war dann 68. Oh, fest, saftig. Definitiv. Oh, der riecht sehr lecker. Ja, süß, festes Fleisch, richtig viel Aroma. So stellt man sich einen Apfel vor.
Klassiker, würde ich jetzt mal spontan so sagen. Rundum leckerer Apfel. Wirklich. Also, der ist übrigens auch der Jonagold. Gut zum Backen. Meine Hände werden hier gleich kleben wie Hölle. Okay, als nächstes kommt Elster. Das ist eher ein säuerlicher Apfel mit mittelfestem Fruchtfleisch. Das ist auch ja ein ziemlich bekannter Apfel bei uns. Wird auch im September und Oktober geerntet und ist dann lagerfähig bis in den Januar hinein. Wenn die Lagerbedingungen stimmen im Handel, dann auch noch länger. Aber so, keine Ahnung, privat im Keller würde bis Januar circa halt. Das ist eine Sorte, die kommt aus den Niederlanden. Auf die sind Züchter 1950 gestoßen und seit ungefähr 1972 ist er auf dem deutschen Markt. Der ist auch gut zum Backen, wie auch der Jonagold vorher. Ja, das merkt man hier auch schon wieder beim Schneiden. Der ist nicht ganz so fest wie der andere. Rotte schön. Ja, nicht ganz so fest. Richtig süß-sauer. Wobei eher ein Ticken ist sauer. Und auch ein tolles Apfelaroma. Auch so richtig apfelig einfach. Ist auch sehr lecker. Und das ist so im ersten Moment so süß. Und später wird es dann immer sauer. Also das ist wirklich süß-sauer, finde ich. Andere werden es als nur sauer empfinden vielleicht oder nur süß. Jetzt kommt aber wirklich ein säuerlicher Apfel, das ist der Boskop. Der hat auch mittelfestes Fleisch. Geerntet wird der im Oktober und lagerfähig ist er dann bis April mindestens. Das ist der einzige deutsche Apfel hier, also eine deutsche Sorte. Aus Deutschland sind sie alle. Der wurde 1923 gezüchtet. Und das ist der Klassiker an Backapfel für dich. Also zumindest bei uns in Deutschland ist das der Backapfel für Apfelkuchen, Strudel, keine Ahnung was. Und der hat auch so eine rauere Schale. Also wenn ihr den mal in der Hand habt, das fällt total auf. Der hat auch ein paar glatte Stellen, aber der hat irgendwie so was Raueres auch eben. Boskop bedeutet auch nicht nur, dass man den zum Backen verwenden kann. Den kann man auch wirklich gut so essen. Also ja, nicht nur Backapfel. Eindeutig das sauerste hier, finde ich. Auch wieder mittelfest. Richtig apfelig auch. Wobei im Apfelaroma nicht so stark ist wie Elster oder Jonagold, muss ich sagen. Ja, wenn man auf saure Äpfel steht, ist es der Apfel, finde ich jetzt spontan. Als nächstes kommt Braeburn. Da muss ich sagen, das ist die Sorte, die ich privat auch meistens kaufe. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie der hier abschneidet im direkten Vergleich. Ich finde den einfach optisch auch so schön. Der hat so ein bisschen so was Streifiges und Punkte und dieses Rote. Also ich finde ihn optisch sehr schön und geschmacklich fand ich ihn auch immer sehr gut. Der hat festes Fleisch, ist süß-sauer, wobei ich gespannt bin, so im Vergleich wieder. Erntezeit ist im Oktober und er hält dann bis Februar. Die Züchtung kommt aus Neuseeland. Sie wurde 1952 entdeckt und im Handel ist es seit 1990. Bei dem ist besonders, dass er im Vergleich zu den anderen Apfelsorten, zu den gängigen auf dem Markt, einen relativ hohen Vitamin-C-Anteil hat und ist auch zum Backen geeignet. Das ist auch wieder wirklich fest. Der riecht auch fast so ein bisschen wie der grüne Apfel. Hat auch so ein Ticken dieses Unreife. Ja, so wie ich ihn kenne. Süß-sauer, sehr fest. Ich mag dieses sehr knackige, klare, dieses nicht so dieses mehlige, sondern wirklich knackig, klar, süß-sauer Aroma sehr gern und genau das hat er. Also ich bin ein Fan von diesem Apfel. So, und jetzt zum guten Schluss Gala. Der süßeste, angeblich, soll auch festes Fleisch haben. Geerntet wird er auch im September bis Oktober und ist lagerfähig auch bis in den Februar mindestens. Das ist eine neuseeländische Apfelsorte.
und ist im Handel bei uns circa seit den 60er Jahren. Genau. Probieren wir auch noch die. Oh, riecht schon mal sehr gut. Ich würde das Fleisch fast auch als mittelfest bezeichnen, aber der hat so ein ganz eigenes süßes Aroma, finde ich. Also Gala, wenn man wirklich süßen Apfel mag, ist der Gala wirklich eine super Wahl. Leckerer, süßer Apfel. Ich wasche mir jetzt mal kurz die Hände und mache hier das ganze, den Apfelsaft vor mir kurz weg. Ja, was kann ich jetzt abschließend zu diesen Sorten sagen? Mein persönlicher Favorit, weil ich einfach eher einen Ticken säuerlicher mag und doch apfelig und fest muss er sein bei mir, bleibt echt der Braeburn. Für süßen Apfel ganz klar, ganz feiner Apfel, Gala, und dann wird es schwierig. Also Boskop, wenn man auf das Süße nicht unbedingt steht, dann ist Boskop sicherlich geil. Elster ist mir einfach so ein Ticken zu weich, auch wenn er ein leckeres Aroma hat. Und Jonagold, da muss ich sagen, da bin ich auch spontan überrascht. Jonagold und Braeburn, glaube ich, werden sich demnächst bei mir abwechseln. Der hat auch so diesen Geschmack und den Geruch von dem grünen Apfel. Die grünen Äpfel, ja, finde ich ganz nett, sind halt sehr knackig und sauer, ist so ganz eigen. Wenn man da Lust drauf hat, klar, also ab und zu ist der auch super lecker. Das war mein Fazit. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, so im direkten Vergleich mit meinen Beschreibungen. Und vielleicht ist euch aufgefallen, es fehlen noch ein, zwei Sorten, die eigentlich sehr gängig sind und die mittlerweile sehr viele Liebhaber haben. Und das sind Pink Lady, der große Marketingapfel, und Honey Crunch. Und dazu will ich euch auch noch kurz was erzählen. Ich spick kurz nebenbei nicht, dass ich hier durcheinander komme mit den ganzen Zahlen und Orten. Pink Lady ist eigentlich die Sorte Crisp Pink. Pink Lady ist einfach nur der Markenname dahinter. Auf diesen Apfel sind Züchter in Australien 1973 gekommen. Und an diesem Apfel wird oder wurde ein ganz spezielles Lizenz- und auch Marketingprojekt gestartet. Dieser Apfel wird nämlich klar auch in Deutschland angebaut, aber er steht unter Lizenz. Und es läuft ähnlich eigentlich wie Coca-Cola. Die wird auch nicht nur an einem Coca-Cola-Brauerei gemischt, sondern bei vielen unterschiedlichen Unternehmen, aber du musst dir die Lizenz dazu erwerben. Ansonsten darfst du nicht den Aufkleber drauf machen oder den Apfel auch nur Pink Lady nennen. Ich denke nicht mal Crisp Pink ist erlaubt. Den sieht man nämlich nirgends. Ich vermute, die haben da wirklich schönen Finger drauf. Genau, das Ganze wurde als Experiment gestartet, ob man auch Obst und Gemüse so etablieren kann als Marke. Und ich würde sagen, von euch kennt ihn wahrscheinlich jeder. Jeder hat schon mal gehört, das Experiment ist geglückt. Das ist übrigens ein sehr süßer Apfel. Und dieser ganze Markenhype, der hat mich da schon immer ein bisschen abgeschreckt. Und die ganze Marketingbranche dahinter, auch im Fernsehen läuft Werbung und so weiter. Der zweite, bei dem dieses Experiment dann angelaufen ist, wobei es dann wahrscheinlich schon kein Experiment mehr war, ist Honey Crunch. Die Sorte des Apfels heißt eigentlich Honey Crisp, kommt aus den USA, dort wurde sie 1962 entdeckt bzw. gekreuzt und seit 1991 ist sie auf dem Markt. Da ist die Besonderheit, Honey Crunch ist sehr schwierig im Anbau. Das macht es dann auch nochmal besonderer. Mehr besonders. Und ja, die verlangen ja auch dementsprechend Preise, genauso wie bei Pink Lady, da wird dann auch viel in Marketing gesteckt. Zum Teil ist das übrigens das Vierfache vom normalen Apfelpreis. Finde ich schon heftig. Da zahlt man quasi die Werbung einfach noch dreifach mit. Außerdem seit, ich würde sagen, so 3, 4, 5 Jahren ziemlich bekannte neue Sorten, die auch diesen Lizenzgeschichten unterstellt sind, sind der Apfel Jazz und Ambrosia.
Vielleicht habt ihr von denen auch schon mal gehört. Das ist genau die gleiche Geschichte. Die sind relativ neu am Kommen und ja, ich finde ganz lecker. Also Jazz habe ich so in Erinnerung als so, ja, ganz nett. Bei dem was finde ich oft so, den hat man gegessen, runtergeschluckt und der Geschmack vom Apfel war einfach weg. Es hat mich so ein bisschen gestört, weil der darf schon noch ein bisschen nachwirken im Mund, das Aroma. Und Ambrosia, auch ganz ein guter Apfel im Aroma. Und ich glaube, das war auch einer von diesen Allergiker-Apfeln. Also wenn man allergisch auf Äpfel ist, ist das eine Sorte, die man, glaube ich, essen kann. Ich will mich nicht festlegen, wenn du Allergiker bist, schau es lieber nochmal nach. Was da übrigens eine Apfelsorte ist, die sicher geht, ist Santana. Der geht auch für Allergiker. Egal, wir schweifen ab. Allergiker-Apfel. Genau, die habe ich jetzt nicht dabei. Nicht, weil ich das so bestreike. Mich hätte es auch im direkten Vergleich interessiert. Aber wo ich einkaufen war, da gab es gerade keinen Honeycrunch oder Pink Lady. Deswegen ist es vielleicht ein Zeichen, den heute hier nicht zu probieren. Genau. So, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte dir weiterhelfen in der welchen Apfel kaufe ich zukünftig Frage. Und wenn du Bock hast, dann kauf auch mal alle, probier sie wirklich im Vergleich und schau dir dann mein Video von nächster Woche an. Da kannst du nämlich dann die angeschnittenen Äpfel super verarbeiten. Das werde ich jetzt auch gleich noch filmen und ein leckeres, süßes Apfelrezept daraus machen. Wenn es dann schon online ist, kann ich es auch dir hier verlinken. Klick da einfach drauf und los geht's. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir auf Instagram folgst, hier abonnierst und hier noch zwei Videos von mir anschaust. Ich freue mich auf das nächste Mal. Mir hat es sehr Spaß gemacht und ciao.